Akatosh zum Gruße und herzlich willkommen zu Teil 152 des Let's Plays Skyrim mit Weakling-Praktikant Tommy. Wir haben einiges an Quests jetzt abgeschlossen und schauen mal, ob wir noch mehr davon tun können, also noch mehr Quests abschließen können. Irgendwelche Anführer töten, das hier ist irgendwie Unsinn. Schwert des Roten Adlers haben wir schon. Ja, ich denke fast. Was war das hier noch? Achso, Standort? Ah ja, okay, ja doch, doch, doch. Ja, ich verstehe es. Anführer der Dämmerwacht. Lass dir von Anuriel das Kopfgeld geben. Das klingt so, als könnten wir da was abschließen. Also auf nach Rifdon. Stimmt das? Ich glaube, das hatte ich damals in der verpatzten Aufnahme auch schon gemacht. Das müsste in der Burg sein, wenn ich mich nicht irre. Nö. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Doch, Festung Nebelschleier. Ha. Wartet, ich kenne euch doch. Ja, es kann schon sein. Wo auch immer ihr seid. Es gab einen Kampf im Rattenweg, aber die Berichte darüber sind eher ungenau. Manche sagen, es wären Talmor-Agenten gewesen. Andere sprechen von der Diebesgilde. Einige behaupten, beide wären beteiligt gewesen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin irritiert, was diesen Marker betrifft. Kayo, danke. Hieß es nicht, lass dir von Anuriel das Kopfgeld geben? Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Jarl-Laila. Jaja, der Drache von Aussichtspunkt der abgeschnittenen Zunge ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. Ausgezeichnet, ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Ja, danke. Ihr seid in Rifdon willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Das machen wir doch immer. Die alte Frau, die das Waisenhaus geleitet hat, wurde ermordet. Ja, davon habe ich auch schon gehört. So. Und wie geht's jetzt weiter? Ich denke, Winterfeste. Ja. Also im Prinzip gehen wir ja jetzt dann auch in der Main Quest voran. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Also ich hätte jetzt gedacht, dass wir zu den Magiern müssen. Das Problem ist nur, ich glaube, wir kommen hier nicht vorbei. Was auch kommen mag, die Akademie wird es überstehen. Den Feuerblitz kenne ich nicht. Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 30 Goldstücke. Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer in Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Ja. Hier, bitte. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Ja. Bestimmt Zerstörung, vermute ich mal. Feuerblitz. Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand.
beachtet oder wertgeschätzt wird. Hier, ich hab den gemacht. Da. In den Mord sehr gut gemacht. Ah. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Ah ja. Ah ja. Interessant. Also ich möchte natürlich überhaupt kein Magier werden, aber ich dachte eigentlich, dass ich hierhin müsste, um Informationen zu kriegen. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht der schnellste Gang zur Akademie. Danke. Sehr freundlich. Ihr seid neu hier, oder? Wir haben uns noch nicht unterhalten. Nein, mein Herr. Wie eigenartig. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Gefährliche Forschungen müssen hier ein Problem sein? Nein, nicht besonders oft. Einige Risiken muss man halt eingehen. Ich versuche einfach, vorzeitige Tode zu vermeiden. Wir müssen uns auch anstrengen, damit Himmelsrand nicht noch schlechter von uns denkt. Welchen Zweck hat die Akademie? Das sollte doch eigentlich auf der Hand liegen. Das stimmt. Magie ist eine ernstzunehmende Macht und nichts, das von gewöhnlichen Menschen gemieden und von Politikern als Belustigung angesehen werden sollte. Sie formt Welten, erzeugt und vernichtet Leben. Sie verdient Respekt und angemessene Studien. Die Akademie ist ein Ort, an dem wir uns darauf konzentrieren können, ohne dass der Druck der Außenwelt auf uns lastet. Ich möchte mehr über die Geschichte der Akademie erfahren. Ich habe Dokumente aus der späten zweiten Ära gesehen. Darüber hinaus gibt es nur wenige Informationen. Ich fürchte, dass durch Ereignisse der letzten paar hundert Jahre ein Großteil unserer Geschichte verloren gegangen ist. Was geschah in den letzten Jahrhunderten? Was ist in den letzten Jahrhunderten geschehen, meine ich? Das, was als großer Zusammenbruch bekannt geworden ist. Eine bedauerliche Naturkatastrophe, die die Gegend verwüstet hat. Die Akademie hat es wesentlich besser als Winterfeste überstanden, jedoch auch nicht ohne Spuren. Was war die Ursache für den großen Zusammenbruch? Die Ursache war niemandem klar. Einige glaubten, dass der Ausbruch des Roten Bergs weitreichende Folgen hatte, die man erst nach Jahren spüren konnte. Ich weiß, dass einige der Akademie die Schuld gaben. Ich kann euch versichern, dass wir dafür nicht verantwortlich waren. Erzählt mir mehr über den großen Zusammenbruch. Das Geistermeer wurde quasi lebendig. Niemand hatte das erwartet. Riesige Wellen schlugen wochenlang an die Küste. Winterfeste war uralt, konnte jedoch der Wut des Meeres nicht trotzen. Ganze Stadtbezirke gingen über Nacht verloren. Die Wellen ließen mit der Zeit nach, aber die Schäden waren zu umfangreich. Die meisten Einwohner von Winterfeste verließen das, was noch von der Stadt übrig geblieben war. Die Akademie hat es überstanden. Also sind wir nun hier. Nun gut. Ja, hab Dank. Also gut. Savos Aren. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig.
Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Jetzt wird das Ganze natürlich plötzlich interessanter. Ich spreche die Mirabelle doch mal an. An der Akademie. Ich wurde beauftragt, euch aufzusuchen. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen, aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Och, eigentlich nicht. Ich würde mich gerne umsehen. Sehr schön. Bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Die Akademie von Winterfeste ist schon seit Tausenden von Jahren eine feste Institution im Himmelsrand. Dieses herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Das Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie. Doch seine Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Darum kümmere ich mich um das Tagesgeschäft. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit dem Nord strengere Zugangskriterien einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Entschuldigung. Ja, ich muss gestehen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass die mich jetzt hier rumführt. Eigentlich wollte ich mich einfach selbst umschauen. Ziemlich hübsch. Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drinnen seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Frau Erwine, das heißt aber hier Halle der Leistung. Jetzt zeige ich euch eure Unterbringung. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Hier seid ihr untergebracht. Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Wo bist du hingegangen? Frau Erwine. Nicht so schnell. Oh Gott, ich habe sie verloren. Ich muss da wieder raus. Okay. Entschuldigt, Lentier. Hättet ihr einen Augenblick Zeit? Gerade nicht. Anfangs werdet ihr Unterricht bei Tolfdir haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Ich arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt. Das kann ich euch versichern. Was führt ihr im Schilde, Gang? Was? Was? Was passiert hier? Hallo? Okay. Gut. Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber kein Problem. Überhaupt kein Problem. Wir sind ja da. Wir machen das. Okay, man muss sagen, die Magier hauen auch ganz gut rein.
Das war schon ordentlich, was die hier auf den geschleudert haben. Wieder fast überladen. Ja, geht noch. So, Führung oder machen wir jetzt was anderes? Wenn wir mit der Führung über das Gelände fertig sind, können wir reden. Ja, dann führ mal. Ich stelle mich mal hinter dich oder... Uiuiui. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das jetzt hier verbuggt ist. Okay, Erwine, ich kümmere mich mal gerade um ein paar andere Sachen. Wir reden dann später. Guten Tag zusammen. Hallo? Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Okay, also wenn ich vor der Tür stehe, führt der Questmarker... Ah, nee, hier... das Arcaneum. Das hatte ich übersehen. Ziemlich cool hier. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ihr Bestimmt. Seid nun im Arcaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arcaneum und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Puh, eine wirklich beeindruckende Bibliothek. Ein Magier ist nur so gut wie sein Wissen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass so viel Wissen wie nur möglich verfügbar ist. Wir verwalten diese Sammlung nun schon seit der zweiten Ära. Seither kamen und gingen manche Bücher, doch die Sammlung ist größtenteils intakt. Ihr nehmt eure Arbeit sehr ernst. Natürlich. Wäre dem nicht so... Wären diese Bücher noch vor der dritten Ära verbrannt worden oder im Nichts verschwunden. Magier müssen immer wieder daran erinnert werden, sorgfältig mit dem Forschungsmaterial umzugehen. Gibt es spezielle Bücher, nach denen ihr sucht? Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Gibt es Akademieangelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Ich bin bereit für ein paar Abenteuer. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Ich suche eine Schriftrolle der Alten. Ja, jetzt fallen wir endlich mal mit der Tür ins Haus.
Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach der Gehilfe für irgendjemanden? Erzählt mir mehr über die Schriftrollen der Alten. Ich wusste es. Alle kommen hierher und erwarten, dass ich ihnen helfe. Und dann stellen sie noch nicht einmal die richtigen Fragen. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht. Okay. Das ist eine interessante Information. Als Preis wofür? Die einfachste Antwort wäre wohl Wissen. Wobei einfach ein Wort ist, das nun wirklich nicht zu einer Schriftrolle der Alten passt. Sie ist eine Reflexion aller möglichen Zukünfte und Vergangenheiten. Jeder Lesende sieht die verschiedenen Reflexionen aus einem anderen Blickwinkel und erhält dadurch oft eine ganz eigene Interpretation. Dennoch ist alles davon wahr, selbst die Unwahrheiten, ganz besonders die Unwahrheiten. Wer hat die Schriftrollen der Alten geschrieben? Es würde allein schon einen Monat dauern, euch zu erklären, warum schon diese Frage nicht den geringsten Sinn ergibt. Die Schriftrollen existieren hier bei uns, aber auch darüber hinaus und darunter. Vorher und nachher. Sie sind Substanz gewordene Teile der Göttlichen, durch die wir sie erkennen können. Verzeiht, wer von den Schriftrollen spricht, verirrt sich oft in lästigen und nebulösen Metaphern. Manche, die sie hingebungsvoll studieren, verlieren darüber den Verstand. Ach, das klingt alles hervorragend. Also, habt ihr denn eine, die mir nutzen könnte? Ha. Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Was ist mit dem Drachenblut? Was? Moment. Wer seid ihr? Wart ihr es, den die Graubärte riefen? Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Okay. Dann hab Dank erstmal. Muss ich mit euch gehen, oder? Hier, bitte. Kleckert sie nicht voll. Okay, danke. Okay. Gedanken zu den Schriftrollen der Alten von Septimus Signus, Akademie von Winterfeste. Stellt euch vor, unter den Wellen mit einem hellsichtigen Segen aus hervorragendstem Gewebe zu leben. Wenn ihr das Gewebe über eure Kiemen haltet, würdet ihr seine Struktur atmen und trinken. Obwohl die pflanzlichen Fasern eure Seele erfüllen, würde das verdammte Plankton den Stoff verschmutzen, bis er vor Prophezeiung zum Himmel stänke. Okay, also ich verstehe soweit schon mal jedes Wort. Dies ist eine der Weisen, in denen die Rollen ursprünglich entstanden. Aber sind wir das Meer, der Atmende oder der Stoff? Oder sind wir der Atem selbst? Können wir durch die Rollen fließen, so wie das Wissen, das ja das Wasser ist, hindurchfließt? Oder stecken wir im Morast aus Meeresdreck, der sich am Rand abgelagert hat, fest? Stellt euch wieder etwas vor, aber diesmal anders. Ein Vogel erklimmt den Wind, wird von einer Böe erfasst und von einem Stein getroffen. Wenn der Vogel verkehrt rumfliegt, kann der Stein von oben gekommen sein. Wo kam dann die Böe her? Und aus welcher Richtung? Haben die Götter etwas davon verursacht oder wurde es vom Vogel bewusst so festgelegt?
Die Allsicht der Schriftrollen dreht den Geist so, dass relative Positionen in ihrem Vorrang absolut werden. Wieder bitte ich euch, euch etwas vorzustellen. Dieses Mal seid ihr unter der Erde, eine kleine Eichel, welche von einer wohlmeinenden Elfenmaid zu ihrer eigenen Erbauung im Wald gepflanzt wurde. Ihr wünscht zu wachsen, aber ihr habt Angst vor dem, was ihr werden könntet, und deshalb drückt ihr das Wasser, den Schmutz und die Sonne fort, um im Loch zu bleiben. Aber trotzdem werdet ihr erst durch das Drücken zu einem Baum. Wie ist das geschehen? Die Eichel ist in diesem Fall ein Baumei, und das Wissen ist das Wasser und die Sonne. Wir sind das Küken im Ei, aber auch der Dreck. Wir drücken gegen das Wissen der Schriftrollen. Falsche Taste. Wir drücken gegen das... Euch ist das andere Buch hier? Ja, jetzt habe ich das andere Buch hier. Ah, ich habe die Bücher eingesteckt. So, nicht die Auswirkungen, sondern... Gut, dass ich 1000 Bücher hier habe. Das hier war's. Also, wir drücken gegen das Wissen der Schriftrollen, um sehend zu werden. Ein letztes Bild, bevor sich euer Geist vom Schock des ewigen Wissens verschließt. Ihr seid jetzt eine Flamme, die in einer riesigen Leere hellblau brennt. Mit der Zeit seht ihr eure Geschwister, die in der Ferne und neben euch brennen. Ein Meer aus winzigen Punkten, ein Sternbild aus Erinnerungen. Jede brennt hell und flackert dann auf. Dann nehmen zwei weitere ihren Platz ein, aber nicht für immer, damit die Leere sich nicht mit dem ranzigen Licht, das die Gedanken absorbiert, füllt. Der Geist von jedem von uns ist diese Leere, und die Weisheiten der Schriftrollen sind die Lichtpunkte. Ohne ihr stechendes Licht wäre mein Bewusstsein eine große Leere, die sich ihrer Leere nicht bewusst wäre. So wie die Leere ihrer selbst nicht gewahr ist. Aber die Feuer sind gefährlich und sie müssen vorsichtig gepflegt, gehegt und zu sich selbst und ihren Geschwistern gebracht werden. Okay, also ich ziehe daraus jetzt mal, wir müssen irgendwas sammeln. Vielleicht, eventuell. Die Auswirkungen der Schriftrollen der Alten. Unter Gelehrten sind die Gefahren, die das Lesen der Schriftrollen der Alten birgt, allgemein bekannt. Die Wirkungsweise dieser Auswirkungen ist derzeit jedoch weitgehend ungeklärt noch. Theorien über Geheimwissen und göttliche Vergeltung waren reine Spekulationen und basierten auf nur wenig tatsächlichen Forschungen. Ich, Justinius Poluinus, glaube ich, habe mich der gründlichen Dokumentation der von den Schriftrollen bei ihren Lesern verursachten Leiden gewidmet. Bislang konnte ich jedoch noch keine einheitliche Theorie darüber entwickeln, welche Form diese Leiden annehmen, weshalb dies ein Objekt künftiger Forschungen bleibt. Ich habe die Auswirkungen in 4 Gruppen unterteilt und entdeckt, dass die Effekte zum großen Teil vom Geist des Lesers abhängen. Um dies zu verdeutlichen, werde ich diese im Folgenden genauer beschreiben. Erste Gruppe, die Unbedarften. Für diejenigen, die über keinerlei Wissen über die Geschichte oder die Wesensart der Schriftrollen der Alten verfügen, ist die Schriftrolle letztlich wirkungslos. Der Leser kann weder Prophezeiungen sehen noch Wissen erlangen. Und wenn die Rolle auch dem Ungebildeten kein Wissen bringt, so schadet sie ihm zumindest auch in keinerlei Hinsicht. Die Rolle scheint von seltsamen Buchstaben und Symbolen überzuquellen. Diejenigen, die ein wenig von der Astronomie verstehen, behaupten oft, Sternbilder in den Mustern und Verbindungen zu erkennen, aber diese Spekulationen lassen sich nicht überprüfen, da die Studie verlangt, dass die Testsubjekte ungebildet sind. Aha. Zweite Gruppe. Der ungeschützte Verstand. Diese zweite Gruppe ist sich der Gefahren, die im Lesen der Schriftrollen liegen, bewusst. Es sind Personen, die eine Vorstellung von der Natur der Schriftrollen der Alten haben und sie verfügen über ausreichend Wissen, um sie lesen zu können. Allerdings fehlt es ihnen an der notwendigen Disziplin, um die zerstörerische Wirkung, die ein kurzer Blick auf die Unendlichkeit hat, abzuwenden. Diese unglücklichen Seelen erblinden unmittelbar und unwiederbringlich. Dies ist der Preis, den sie für die Überbeanspruchung ihrer Fähigkeiten zahlen. Es bleibt jedoch zu erwähnen, dass mit der Blindheit auch ein Teil des versteckten Wissens kommt.
Dabei hängt es von der Person und ihrem Platz in der größeren Ordnung ab, ob es sich dabei um Wissen über die Zukunft, die Vergangenheit oder das Wesen des Seins handelt. Aber Wissen wird in jedem Falle erlangt. Dritte Gruppe, das moderate Verständnis. In Tamriel scheint nur der Kult der Ahnenmotte, die Disziplin entwickelt zu haben, die den Geist beim Lesen der Rollen schützt. Die Novizen unterziehen sich der strengsten geistigen Zucht und oft dürfen sie erst nach einem Jahrzehnt oder mehr im Kloster ihre erste Schriftrolle der Alten lesen. Die Mönche, die schon viele ungeschützte Geister unter ihren ungeduldigeren Schülern erlebt haben, behaupten, dass dies dem Schutz der Eingeweihten dient. Mit ausreichender Seelenstärke gewappnet wird die Sicht der Leser zwar geschwächt, aber bei weitem nicht so stark wie bei den Ungeschützten. Die Sicht vernebelt sich, aber Formen, Farben und Texte bleiben lesbar. Auch das Wissen, das die Schriftrolle offenbart, wird so gemäßigt und es bedarf der Meditation und der Reflexion, um das Gesehene vollends würdigen und wiedergeben zu können. Die vierte Gruppe, erleuchtetes Verständnis. Zwischen der vorherigen und dieser befindet sich ein Kontinuum, welches bislang nur von den Mönchen der Ahnenmotte durchquert wurde. Je mehr sie lesen, umso blinder werden die Mönche, aber sie erlangen größeres und detaillierteres Wissen. Während sie jede wache Stunde damit verbringen, die Offenbarungen zu studieren, steigert sich auch ihre Seelenstärke. Es gibt für jeden Mönch den Tag der vorletzten Lesung, an dem das einzige Wissen, das die Schriftrolle offenbart, darin liegt, dass die nächste Lesung die letzte sein wird. Für jeden Mönch kommt die vorletzte Lesung zu einem anderen unvorhersehbaren Zeitpunkt. Es wurden vorläufige Studien angefertigt, um dieses Ereignis anhand einer Tabelle der Schwere der Blindheit des jeweiligen Mönches vorauszusagen. Aber alle, die diese fortgeschrittenen Stadien erreichen, berichten, dass der Zuwachs an Blindheit mit einer hohen Anzahl an Lesungen abnimmt. Manche vermuten, dass ein anderer, unbekannter Sinn in dieser Endphase weiterhin abnimmt, aber derartige Spekulationen überlasse ich den Philosophen. Um sich auf seine letzte Lesung vorzubereiten, zieht sich ein Mönch normalerweise zurück, um über ein Leben voller Offenbarungen nachzudenken und seinen Geist auf die letzte Einsicht vorzubereiten. Nach dieser letzten Lesung wird er so sicher erblinden wie die Ungeschützten, die unbedarft zum Wissen drängen. Der Erleuchtete hat jedoch seinen Verstand sein Leben lang bewahrt und er verfügt über eine ganzheitliche Ahnung dessen, was ihm offenbart wurde. Ich hoffe, dass dieser Katalog denen dient, die unser sterbliches Verständnis der Schriftrollen der Alten vergrößern wollen. Die Mottenpriester, unglaublich, stehen über diesen Dingen und sie betrachten die fortschreitende Schwächung, die mit dem Lesen kommt, als Auszeichnung. Möge dieser Text ein nützlicher Ausgangspunkt für all jene sein, die derartige Studien unternehmen wollen. Diktiert dem Anstius Metchim, Fürther, letzte Saat im 126. Jahr der zweiten Ära. Boah, Junge, das war viel Text. Also diese Mönche müssen wir bestimmt finden und wahrscheinlich hätten wir uns das Lesen sparen und direkt mit ihm reden können. Ist das klar? Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Dieses Gedankenbuch ist komplett unverständlich. Das würde ich fast komplett unterschreiben. Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Wohin ist er gegangen? Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern. Sagte, er habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Okay. Wir haben definitiv einiges erfahren. Und eine Menge gelesen.
Also mal schauen, ob die Dame mit dem Rundgang... Ne, die ist nicht mehr hier. Ist aber auch gar nicht so schlimm. So, weiter nach Norden. Und hier haben wir noch den Hinweis über Brand, Scheiß oder Schieß Vergangenheit. Was? Ich ahne nur, wir können hier wahrscheinlich nirgendwo so richtig gut runterspringen, oder? Nö, eher nicht. Eher nicht. Ja, was machen wir denn jetzt? Also die Vergangenheit von Brand, Shay, Shai ist mit Sicherheit das Unwichtigere. Ist für mich aber insofern interessant, weil ich überhaupt gar nicht mehr weiß, was das ist. Moment, brauchen wir vielleicht Schneebären? Nee. Ich wollte gar nicht mit der reden. So. Ah, das ist wieder genau der richtige Weg. Was geht? Es geht. Wunderbärchen. Ich treffe mal hier noch auf Eisbären, könnte ich mir vorstellen. Eisbären. Schneebären und Eisbären. Boah. Mir wird echt ganz anders bei der Vorstellung, in diesem Wasser zu schwimmen. Wow. Ich meine, also hier haben sich ja jetzt auch endlich mal die Temperaturen ein bisschen Richtung Herbst bewegt und ein paar Tropfen Regen kamen runter. Man kannte es ja kaum noch. Ah ja. Wartet mal. Ich muss nicht mit euch kämpfen, denn ich habe kühnes Frieden. Nee, jetzt sind wir zu weit nördlich. In die Richtung. Jetzt eigentlich genau westlich. Aha, ein Schiff. Oh, ein Bandit. War da nicht noch einer? Ja, da hinten. Ist ja einfach ausgewichen, ich glaub's nicht. Oh. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mit Banditen hatte ich hier jetzt gar nicht gerechnet. Aber gut. Sie wollten es so. Ach. Oh, so eine schöne Waffe, aber... Ach,
eigentlich kann ich wieder nichts mit der anfangen. Die hat 70 Schaden. 70. Wir haben jetzt 70. Ah, sehr schön. Sehr schön. Okay. Flog da gerade was? Ja, da oben fliegt was. Ziemlich eindeutig. Aber es ist ein Vogel. So. Lymdren Telvannis Tagebuch. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer das ist. Also wirklich null Ahnung. Ich gucke jetzt auch noch in das Tagebuch. Das ist echt hier ein... Ach nein, wie hieß der denn? Nee, das war jemand anderes. Das hier. Das ist auf jeden Fall echt eine Folge des Lesens hier. Brandil, ich hoffe, diese Zeilen, welche die letzten Worte eures Vaters darstellen, finden ihren Weg zu euch. Ich habe dem Hause Telvanni während der ersten Monate eures Lebens als Amme gedient und wollte die Güte eures Vaters vergelten. Ich habe mein Bestes getan, um euch aufzuspüren, doch leider werden wir uns nie Angesicht zu Angesicht begegnen. Vierte Ära, sechste, zweite Saat, Midas. Ist das das Ende aller Dinge? Sollen wir durch die grausamen Stachelklingen der Argonia-Invasionstruppen sterben? Nachdem wir das Rote Jahr überlebten, uns mit Mühe aus Asche und Trümmern befreiten und die Tausenden beerdigten, die den Tod fanden, soll dies nun zu unserer Grabinschrift werden? Die Ironie unseres Niedergangs strahlt heller als Wasser, oder? Strahlt heller als Wasser? Nee, Wasser muss es sein. Okay, Wasser zur Sommersonnenwende, was auch immer. Wir haben das Unglück selbst über uns gebracht. Die Argonier leisten lediglich einem Schlachtruf Folge, welcher aus Jahrtausenden des Leids resultiert, das meine Artgenossen ihnen angetan haben. Und so sitze ich nun hier, im einstürzenden Keller meines Familienhauses, während über mir die Schritte abertausender Stiefel widerhallen und die Schreie der Sterbenden an meine Ohren dringen. So fällt das Haus Telvanni. Doch dann blicke ich in die Augen dieses Kindes, dieses Segens, der uns im selben Jahr gewährt wurde, in dem Wardenfell seinen feurigen Tod über das Land spie. Dieses Geschenks, das ich in meinen Armen halte, ist es zu viel verlangt, dass er die Chance haben möge, zu überleben und unsere Erinnerungen wachzuhalten? Dieser kleine Junge, der inmitten von Chaos und Zerstörung geboren wurde, muss weiterleben. Und sei es nur, um anderen nunmehr als Mahnung zu dienen, dass die Telvanni dereinst ein stolzes und edles Volk waren. Seit dem Tode meiner Frau habe ich es nicht über mich gebracht, meinem Sohn einen angemessenen Namen zu geben. Ohne sie fühlte es sich einfach nie richtig an. Aber mein eigenes Leben geht jetzt dem Ende zu und der Luxus der Zeit entgleitet mir. Ich taufe ihn hiermit Brandil, Sohn von Lymdren und einziger lebender Erbe des Hauses Telvanni. Ich werde ihn in sein Tloinja hüllen, Tloinja, sein Wickeltuch und sein Schicksal Azuras Willen überlassen. Lebet mit Tugend und Stolz, Sera. Ja. Telvanni. Also jetzt, wo ich das lese, bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Haus in Morrowind war. Also halt ein Dunmeer-Haus. Das macht die ganze Sache natürlich schon wieder deutlich interessanter. Ja. Allerdings weiß ich nicht, wo wir das jetzt hinbringen sollen. Na gut. Ja, dann belassen wir es erstmal dabei. Und ich würde dann jetzt auch an dieser Stelle speichern und nächstes Mal gehen wir dann auf jeden Fall auf die weitere Suche nach der Schriftrolle der Alten.
Aber für heute sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und bis bald hier in diesem eisigsten aller eisigen Gebiete und dem Schiffswrack. Also macht es gut. Ciao.